Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente. Hören wir uns die Wiederholung der letzten Runde an, ich bin gespannt. Gerade zum Beispiel bei Lemberg wurde es ja letzte Runde ziemlich eng. Und die besetzen den Ort, da wird weiter rumgeschoben. Thessaloniki hält aber leider auch nicht mehr lange. Verteidigung durch Artillerie ohne Upgrades bringt es die da sowieso nicht. Also das wird im Osten immer unangenehmer. Ansonsten, okay, Luftschiff. Ja, die werden attackiert, die Einheiten, aber damit war ja auch zu rechnen. Marineinfanterie. Ist das noch die, die in Cuxhaven am Anfang rumstand? Frag ich mich gerade, ich meine... Oder wurde die Einheit extra gebaut, glaube ich, aber irgendwie nicht. Überall scheint hier Verstärkung anzurücken. Die Artillerie da zieht sich zurück. Ah, wir haben es auch Winter. Ich bin mal gespannt, ob in unserem Zug das Wetter dann auch so schlecht ist. Die osmanische Flotte nervt ein bisschen. Aber zum Glück dann auch nicht zu sehr und damit ist der Zug auch vorbei. Okay, wir werden im Osten wohl Kurs verlieren, aber diese Runde erstmal nichts weiter passiert. Ort befreit, ja, Seerouten und dergleichen. Die Anzahl tauglicher Männer, die sich freiwillig zur Armee melden, nimmt ab, was dazu führen könnte, dass wir für das kommende Jahr zu erwartenden Verluste nicht ausgleichen können. Es wurde bereits vorgeschlagen, die Wehrpflicht einzuführen, um alle kampftauglichen Männer einberufen zu können, die wir bisher gezögert haben, beherzt vorzutreten und für unser Land zu kämpfen. Die Einführung der Wehrpflicht würde in 3 neuen Infanteriekorps resultieren. Allerdings hätte diese unpopuläre Entscheidung Streiks zu folgen, die unsere Wirtschaft schwächen würden. Möchten Sie die Wehrpflicht einführen, um unsere Truppenstärke zu erhöhen? Ja. Mittlerweile sind weitere Truppen aus Australien und Neuseeland bereit für den Einsatz in Europa. Steht nur noch eine Entscheidung über ihr endgültiges Ziel aus. Möchten Sie, dass die Truppen direkt ins westenglische Bristol verschafft werden? Ja. Oder möchten Sie, dass sie etwas früher in Ägypten von Bord gehen? Nein. Ich würde sagen, in Ägypten ist gut. Ein russisches Korps und jetzt, ich will mal kurz schauen. Im Mehrspieler ist da inzwischen rund immer ein bisschen Zeit, deswegen verliert man manchmal so ein wenig den Fokus. Wer zum Beispiel die Infanteriewaffen hatte, mit den Briten letzte Runde das übersehen, das war ein wenig blöd. Jetzt wissen wir, ja, bei den Russen, das möchte ich auf jeden Fall jetzt schon mal machen. Die haben jetzt gerade die Infanteriewaffen neu, dass hier auch die Alter erforscht werden. Schauen wir uns mal um. Ich nehme mal an, dass hier bei den Schiffen nichts weiter los ist. Sieht eigentlich gut aus. Immer schon einmal eine Reihe deutscher Schiffe versenkt. Ich denke mal, die bleiben da jetzt erstmal schön ruhig. Und ja, es ist tatsächlich Winter. Angreifen ist ja so auch so eine Sache. Und dass jetzt gerade unsere französische Artillerie so richtig schön viele Geschosse hätte. Ich meine, theoretisch bietet sich dieses Feld ja an. Flieger können leider auch nicht fliegen. Sagen, wir kriegen ja mit der französischen Artillerie inzwischen 3 Geschosse pro Runde rein. Wir hauen einfach mal drauf und gucken, ob wir was erreichen können. Jetzt, wenn der Feind so geschwächt ist, bisher nicht mehr als ein 2:1. Fernkanon natürlich noch. Autsch. Ich muss auch direkt einen reinhauen. Und jetzt vielleicht ein wenig durchtauschen. Jetzt, oh, diese Kurse müsste man zum Teil eigentlich eher heilen.
Haben wir noch irgendjemanden, der... Bewegungspunkte, keine Bewegungspunkte. Wenn wir die hier nach hinten stellen. Und dann jemanden, warte, diese Abteilung könnte da, oder dieses Chor hier. Die auf ein 0-0 gekommen sind, okay. Na bitte, geht doch. Das Allerschönste wäre, wenn noch jemand jetzt in das Feld rein... Leute aus Verde könnten da rein. Gut, oder halt die Einheit aus Lüttich. Das Problem ist, das sind beides unsere Festungen. Und wenn wir da jetzt jemanden rausschicken... Habe ich ein bisschen Angst, dass die Festung vielleicht demnächst einfach so fällt, obwohl... Könnten eine 10er-Einheit da direkt hinterher schieben. Wir können uns da zwar nicht mehr verschanzen, aber ich hoffe einfach, dass im nächsten Zug weiterhin Winter ist. Dann müsste die Festung soweit eigentlich halten. Nutzen die nochmal neue Waffen. Aber den Franzosen soweit möglich verstärken. Noch an die letzten Einheiten, die es noch nicht haben, die neuen Infanteriewaffen verteilen. Die Briten sollten jetzt anfangen, Punkte zu sparen. Um nach und nach überall Artillerie kaufen zu können, unter anderem für die Belgier. Oh, wir haben ja sogar noch genügend Punkte eigentlich danach. Und nächste Runde dann vielleicht für die Griechen und die Runde drauf kaufen wir weitere britische Artillerie. Wir haben hier noch jemanden, der verschickt werden kann. Wird aber erstmal gucken, ob wir die britischen Punkte nicht vielleicht woanders brauchen. Nachher das Eisenbahngeschütz noch upgraden. Ansonsten... Jetzt meinetwegen mal ein Stück vor. Würde ich sagen, bleiben wir erstmal so weit stehen. Ach ja, den hatten wir nach hinten geschickt, genau. Und ja, schauen wir mal, ob dieses Feld da hält. So, Italien. Ja, hier ist ja seit längerer Zeit nichts los an diesem Abschnitt. Spannender wird es hier drüben. Nächster Angriffsziel war dann erstmal Laibach und dafür musste die Artillerie nach Klagenfurt. Versorgung haben wir da zu wenig. Also euch verstärken wir auf jeden Fall mal. Gut, es ist zwar nicht viel, aber wir müssen halt irgendwie Platz schaffen für unsere Kanonen. Wir könnten, ja gut, was haben wir denn hier drüben erreichen? Und sonst geht ihr da, auch wenn die Versorgung da nicht gerade schön ist. Vielleicht könnt ihr ja über die Straße entlang, naja, wer weiß. Also das heißt, machen wir es so, ihr tauscht durch. Dann könnten wir euch noch upgraden. Gut, und die da sind eh Frontlinieneinheit. Aber dann ist unser Geschoss bereit, demnächst Laibach zu beschießen. Der Aufklärungsbomber kann ja auch ein bisschen nähern, damit er da helfen kann. Dass wir da jetzt weiter hoffentlich bald entlang kommen können. Doch, die sind verschanzt. Hier fehlt, glaube ich, die Verschanzung. Ja, genau da, wo die Einheiten verstärkt werden. Die haben aber zumindest auch ein bisschen Bodendeckung. So ganz so schlimm ist das nicht. Und die Franzosen, die könnten wir sonst auch erstmal die modernen Waffen geben. Sonst so weit, so gut erstmal. Genau, ihr verschanzt euch auch erstmal. Im Winter ist das mit dem Vorrücken ja sowieso so eine Sache. So, unsere neue Front in Griechenland. Sorgen ist hier natürlich wirklich bescheiden. Ich hoffe, dass wir mit dem HQ hier ein bisschen mehr kriegen. Bisher ist das aber ja nicht ganz der Fall. Also die Idee war auf jeden Fall, diesen Franzosen hier rüber zu schieben, damit der einfach näher beim HQ ist und dafür den Briten die andere Seite zu ziehen. Oh, wir könnten den auf 5. Tauschen euch mal durch und versuchen jetzt weiter Druck zu machen.
Was gerade aber gut nun wirklich nicht lohnt. Also die Griechen bräuchten halt echt mal ein HQ. Ich glaube, wir können nicht mal eins kaufen, oder? Nein, also es ist keiner in der Liste. Ich hoffe, da kommt mal über ein Ereignis irgendwann einer rein, weil so kann das ja auf Dauer nicht weitergehen. Außerdem müssten ein britisches HQ schicken, aber da haben wir jetzt gerade nicht wirklich eins über. So, unsere Marineinfanterie kann vielleicht wieder irgendwo landen. Vielleicht die osmanischen Schiffe vertreiben, könnten wir jetzt versuchen, die irgendwie hinter die zu kommen. Und auf der anderen Seite. Ich meine, hier hätten wir mehr Schiffe. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Da mittelfristig irgendwie was versucht und unsere Schiffe hier sollten ja stark genug sein, die Österreicher zumindest vorübergehend aufzuhalten. Ja, angreifen ist da überall nicht. Johnson könnt ihr euch auch nicht, also wir versuchen das einfach zu halten. Und die stehen sicherheitshalber in Athen rum. Einfach, dass auf jeden Fall gehalten wird. So, die Partisanen hier. Sollten wir jetzt langsam zerschlagen haben. Das ist noch gegen uns, dann verschanzen wir uns erstmal. Da bleiben wir auch in der Verschanzung, soweit so gut. Ägypten. Freue mich schon, wenn die britische Artillerie endlich mal mehr Geschosse hat. Also wir bräuchten theoretisch Verstärkung und könnten Upgrades austeilen. Gerade auf diesem Wüstenfeld haben wir keine Versorgung. Wo sind denn die Orte, wo wir hin wollen? Wir wollen nach Aqaba, aber auch nach Jerusalem und irgendwie auch nach Beersheba. Das sind leider gleich einige Ziele auf einmal. Würde ich sagen, wir verstärken uns hier und wühlen uns hier erstmal nächste Runde an diesem Chor vorbei und dann vielleicht erstmal so ein bisschen nach Jerusalem. Jetzt gehen den Briten doch schon die Punkte aus, deswegen dann lassen wir das eine Korps, das noch in Großbritannien steht, eben in Großbritannien sein. So, ihr könntet jetzt aus Spaß, ihr könnt nach Norden ziehen. Bringt es aber nicht unbedingt, also können auch einfach erstmal den Ort da weiterhalten. Dann haben wir hier unsere schönen Partisanen. Trennt einfach mal da ein bisschen was ab. Und ihr könnt denen ja eigentlich mal zu Hilfe kommen, denke ich. Dass wir vielleicht bald Medina haben. So, die Russen, ja. Angriffe lohnen da nicht. Genauso wenig wie hier. Genau, die hier sollten, glaube ich, als Verstärkung kommen. Weil wir hier mittelfristig bessere Chancen hatten als hier oben. Wenn wir die Artillerie geupgradet haben, eines schönen Tages oder ein paar mehr Geschosse, können wir hier vielleicht durchkommen, aber im Moment ist das eine echte Pattsituation. Und dann sind wir bei den Russen. So, Lemberg selbst wurde jetzt erstmal nicht weiter bedroht, nur ein paar andere Positionen. Deutschland und Österreicher drängen hier halt überall durch. So, inzwischen sind der Kurs, da war noch letzt nur Abteilung. Aber egal, wir halten erstmal einfach weiter die Straßen. Und die Reiter machen sich mal bereit, hier drüben hinzugehen. Falls hier ein größerer Durchbruch kommt, dass wir da eine Einheit mehr haben. Und euch könnten wir ja doch eigentlich auch verschieben. So, hier. Oder geht auf jeden Fall mal hier hin zurück. Und andererseits, wenn jetzt die Reiter kommen und den Ort... Okay, bleibt stehen. Das war jetzt dumm in dem Sinne, weil es einfach nur Verschanzung gekostet hat. Eine Frage ist, was machen wir denn jetzt mit denen da? Können wir da eine neue Einheit hinstellen vielleicht?
Ja, nicht ganz. Also, was machen wir mit denen? Weil ich da hinstellen, ist da eine Lücke. Wir haben hier halt irgendwo so recht eine Reserveeinheit. Sagen, sonst holen wir uns das neue Korps auf jeden Fall hier drüben. Und wir hauen einfach ein bisschen Artillerie auf die drauf, so dass diese Einheit nächste Runde nicht wirklich kampfbereit ist. Die Artillerie ist ja noch nicht geupgradet und überhaupt nichts. Aber wenn deren Moral einfach ein Stück weit geschwächt ist, sollten die nächste Runde nicht zu viele anstellen können. Und dann haben wir hier zwei neue Einheiten, die Front da wieder zukriegen sollten. So, hier ansonsten die ganze Strecke lang halten wir das. So, diese Einheiten, ja, was soll man sagen, sie sind verloren. Aber sie haben über eine Weile, hoffe ich, ein wenig Chaos hier in die deutschen Linien gebracht. Weil tun könnten wenigstens euch das Upgrade verpassen. Der Rest, nicht der Rest, aber viele, viele anderen sind ja Frontlinieneinheiten und können das deswegen gar nicht kriegen. Auch hier unsere Reiter. Ja gut, oder ihr geht erstmal dahin mit und verschanzt euch. Gut, ihr seid verloren, tut mir leid. Bei denen hier müsst ihr doch auch Versorgung 5. Ach so. Ah, ich verstehe, die Deutschen sind hier durchgedrungen und jetzt kommt darüber wieder Versorgung rein. Können gegen den eigentlich leider auch nichts machen, so richtig. Auf jeden Fall sollen wir sorgen, dass er da nicht so einfach durchkommt. Aber Memel ist weiter nur auf 1 und die auch für nächste Runde dann so weit, dass wir da langsam einfach so reinstürmen könnten. Ich würde sagen, die Russen halten das jetzt einfach so, diese Linie weiter entlang. Was könnten wir jetzt noch Schönes kaufen mit den Russen? Ja, einfach stumpf weitere Kurs. Jetzt immerhin auch mit den neuen Infanteriewaffen. Und so schnell sind die Punkte weg. Schauen wir gleich mal bei der Forschung rein. Italien. Jetzt auch nicht so spannendes, was sie kaufen können, finde ich. Frankreich. Brauchen wir französische Gebirgsjäger? Eigentlich nicht. Könnten vielleicht noch die gefallenen Kurs zurückkaufen. Die Front wurde ja teilweise ein bisschen dünner. Ich würde so gerne noch mehr Artillerie kaufen, aber das geht ja leider nicht. Also ich meine wirklich Artillerie, Eisenbahngeschütz. Ja, wir haben eins. Weiß ich jetzt nicht, ob wir noch eins brauchen. So, die Briten sind pleite. Machen wir eben mal der Forschung rein. Gut, die haben nichts. Frankreich. Na gut. Stimmt, wir hätten eigentlich die Industrietätigkeit wieder auf 3 hieven müssen. Sollten. Naja, was soll's? Was wir tun könnten, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was in Flugzeuge stecken. Wir auf Dauer auch eine vernünftige Luftwaffe haben. Vielleicht noch eine Luftkriegsführung, damit das möglichst schnell durchgeht. Ich bin überlegen, mit Frankreich vielleicht auch mal das Mobilität-Upgrade zu kaufen. Einfach weil wir halt die Punkte haben. Auch wenn die Westfront eigentlich sehr statisch ist, kann das da unglaublich nützlich sein. Wenn man manchmal den Einbewegungspunkt da noch hat, um sich verschanzen zu können und dadurch die Position halten kann. Italien forscht für uns die Panzer. Und meinetwegen noch einen in den Grabenkrieg. Können wir uns da auch verschanzen? Die Russen sind am Forschungslimit. Beziehungsweise wir könnten 50 Punkte ausgeben. Ja, auch der russische Panzer. Ja, ich meine, wir haben so viel Infanterie. Ob nicht Panzer oder Luftwaffe, was wäre auf Dauer praktischer? Oder Logistik? Ich meine, mal Russland kann es sein, dass wir vielleicht gucken wir mal einen Punkt in die Logistik. Das klingt auch gut. Und wir haben nächste Runde der Produktionstechnologie immerhin einen weiter. Können wir mehr Einheiten kaufen? Weil so gut, ich will nochmal eben bei der Diplomatie schauen. Wir haben doch 90% auf die Niederlande. Alle möglichen Marken hängen da auch drin.
Das heißt, falls das nicht weitergeht, ist das einfach ein Hinweis darauf, dass die Mittelmächte da auch massiv rein investiert haben. Und nochmal kurz britische Artillerie. Genau, nächste Runde. Endlich hier wenigstens auf Stufe 1, dass wir dann auch zwei Geschosse pro Runde kriegen. Oh, war nochmal britische Artillerie. Genau, wir hatten in den Alpen eine Kanone, wo wir demnächst diesen Ort attackieren können. Und unser Geschütz in Ägypten kann da dann auch richtig schön durchschlagen, wenn alles klappt. Und jetzt mal, also waren wir überall bei den ganzen Fronten. Ja. Ja. Also soweit so gut, dann würde ich sagen, Zug beenden und schauen, was passiert. Gut, die werden einfach draufgehen, die beiden Korps. Wurde der Plan entworfen, Griechen und Armenier, die des Türkischen mächtig sind, über die osmanische Küste bei Zonguldak östlich von Konstantinopel einzuschleusen. Von dort aus könnten sie einen Guerillakrieg führen, um die Produktion der Grubenarbeiten bei Zonguldak zu sabotieren. Die Männerhilfe auszubilden und auszurüsten würde uns 50 MPP kosten. Möchten Sie diesen Plan genehmigen und Agenten über die feindliche Küste einschleusen? Ja. Oh, neues australisches Korps. Das kann uns hier, denke ich, sehr gut helfen in Ägypten. Und wir haben wieder ein bisschen Fortschritt bei den Niederlanden. Schwere See. Seeblockaden. Mich interessiert noch, was forschungstechnisch passiert. Seekrieg 2, okay. Unsere Schiffe ein bisschen besser. Gasgranaten 1, das war jetzt endlich mal ganz wichtig. Grabenkrieg, da sind die Franzosen eh schon am besten. Also die Franzosen kriegt man bald nirgendwo mehr Haus ohne vernünftige Artillerie. Infanteriekrieg, okay. Ah, die Russen auch mit Grabenkrieg 3, das ist gut. Können die sich dann noch besser verteidigen. Und Produktionstech 2. Und ja, viele Punkte. Die Briten können weiter Artillerie kaufen. Frankreich hat eh Punkte für alles über. Italien steht schön da. Und auch die Russen haben so einiges. Dann würde ich sagen, wir hoffen einfach mal, dass wir in unserer nächsten Runde nicht Winter haben, dass wir auch so richtig schön offensiv agieren würden. Wird an dieser Stelle dann erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch bei Mr. West und den Mittelmächten rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.